Herzlich willkommen! Willkommen in meinem Wirtshaus! Ja, der Wirt sagt auch Hallöchen. Und wir sind zurück bei Hearthstone. Ja, meine lieben Freunde, ich weiß, dass inzwischen ein neues Kartenchaos draußen ist. Deswegen werden wir natürlich auch dieses machen. Ich glaube, das ist sogar nur noch heute und morgen wahrscheinlich draußen. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, endet in einem Tag. Und es gibt einen schönen Kartenrücken. Das heißt, es gibt dieses Mal nicht ein Pack, sondern ein Kartenrücken. Finde ich auch mal interessant. Und wir müssen uns auf jeden Fall ein Deck zusammenstellen. Altvater Winter lässt Kisten auf das Schlachtfeld fallen. Ihr erhaltet jedes Mal ein Geschenk, wenn ihr die Kiste eures Gegners zerstört oder eure eigene. Interessant. Ich hab's ehrlich gesagt schon mal gesehen. Ne? Ich hab's ehrlich gesagt schon beim Zyvomukus gesehen und ich hab's beim guten Lin gesehen. Deswegen weiß ich ungefähr, was uns erwartet. Und ich möchte eine Art Röchler machen. Ihr habt richtig verstanden, eine Art Röchler. Aber ich bin mir noch nicht sicher, was ich da ganz genau mache. Was könnte man denn nehmen? Ich glaube, ich nehme einen Rächer. Einen Röchler. 3 Angriff. Wäre vielleicht nicht schlecht. Nehmen wir mal eins mit. Was haben wir sonst noch so? So eins nehmen wir auch mit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Braucht man nicht. Wie wär's denn damit? Dann wird nämlich, wenn wir so ein Paket bekommen, müsste das ja auch gebufft werden. Theoretisch. Was nehmen wir denn noch? Nehmen wir sowas mit. Vielleicht so ein. Fügt allen Dienern mit Todesröcheln 2 Schaden zu. Nehmen wir mal 2 mit. Könnte lustig werden. Was nehmen wir denn noch? Eine Weihe nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich hätte ja gerne... So ein bisschen Todesröcheln-Effekte, ne? Das ist auch interessant. Den will ich nicht unbedingt. Ich gucke mal. Todesröcheln. Mal gucken, was wir da so kriegen. Den könnten wir auch mal mitnehmen. Man weiß ja nie. Ja, es ist schwer. Den würde ich gerne nehmen. Der ist immer gut. Vielleicht so ein bisschen sowas. Ich weiß nicht. Was könnte man denn noch mitnehmen? Ist echt schwer. Vielleicht so welche. Vielleicht den. Können wir vielleicht unsere Fähigkeit verändern? Ich habe ja die Hoffnung oder das Ziel wäre ja so ein bisschen möglichst die Pakete zerstören und da hoffentlich was Interessantes kriegen. Das wäre so die Idee. Am Ganzen. Vielleicht nehmen wir noch die mit und wo haben wir sie? Da, die nehmen wir auch mal mit. Karten ziehen. Ich weiß nicht. Ich nehme vielleicht 2 Weihen mit, man weiß ja nie. Und vor allen Dingen kann es ja sein, dass der Gegner auch ziemlich krasses Zeug
bekommt. Deswegen wahrscheinlich nehme ich lieber 2 mit. Man weiß ja nie. Rüstmeister. Könnte vielleicht mit den anderen kombinieren und vielleicht noch so ein oder 2. Komm, wir probieren es einfach mal. Fertig. Und los. Keine Ahnung, ob das Deck funktioniert. Es ist jetzt einfach mal ein Versuch, ne? Mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich komme übrigens gerade aus einer langen Aufnahme. Ne, so lang ist sie eigentlich nicht, weil sie in 2 Teilen geendet hat. Aus diversen Gründen. Aber ich habe ein kleines Spezial gemacht. Ne? Ein kleines Spezial, aber nicht zu Hearthstone. So. Gegen Anduin. Let's go. Das Licht wird den Sieg bringen. Ich werde. Na, was haben wir denn hier schon auf der Hand? Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. So. Und da kommt auch schon das Geschenkelein. Frohes Winterhauchfest. Ja, Grüße, ne? Frohes Winterhauchfest, Champion. Kann man den überhaupt buffen, dass der angreifen kann? Ich weiß gar nicht. Ach ja, jetzt schläft er ja noch. Also, ne? Erste Runde. Wenn, müsste ich es jetzt machen. Er bufft ihn. Ah, okay. Okay, das ist nicht gut. Ich weiß, dass das nicht gut ist. Mach das erstmal so. Wenn er jetzt nicht das Geschenk von sich selbst kaputt machen kann, können wir es. Okay. Das ist nicht gut, Freunde. So. In den Kampf. Gut gespielt. Ah, das mache ich nicht gerne, ne? Doch so könnte ich es machen. So mache ich es. So mache ich es. Jetzt hat er zwei. Jetzt habe ich halt immer noch ein Geschenk da, ne? Was er kaputt machen kann. Aber egal. Aber egal. Was kriegt er wohl? Wir haben 2 Weihe auf der Hand. Er überlegt. Er hat es aber schon gespielt. Man sieht's am Kartenrücken. Das ist aber gut für mich. Das ist gut für mich. Eigentlich. Ne? In den Kampf. So. Da geht in die Kiste. Und jetzt gucken wir mal, was wir kriegen. Alter. Ja, den nehmen wir mal. Was haben wir hier? Uiuiuiuiuiui. Den können wir auch nehmen, obwohl das bringt nicht viel, ne? Und mischt diese Karte in das Deck eures Gegners. Ich kann nicht mehr sprechen. Aber ist ja nichts Neues, ne? Was machen wir denn? Ach komm. Wer ich bin, geht euch nichts an. Wir haben ja eigentlich nur 1, ne? Ist schon okay. Ist okay. Wir sind ja kein Secret Parler. Oh. Was hat er wohl bekommen? Okay. Na, haben wir auch alle Spaß? Ah, Mist. Das ist blöd.
Das ist blöd. Lasst mich nachdenken. Machen wir erstmal das hier. Und gucken, was wir kriegen. Ui. Okay. Nice. Ach komm. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Machen wir mal das hier. Ich weiß nicht, ob das gut war. Ich weiß es nicht. Oh, wir spielen gegen den Suzuki. Suzuki. Das ist ein altes Video, das ich noch kenne. Oh, was hat er vor? Was hat er vor? Der macht 2 Schaden, ne? Lasst mich eure Meinung ändern. Ah, schade. Soll ich? Nee, erstmal. In den Kampf! Nee. So. Hey! Erstmal das hier. Lebendig begraben. Bolchin. Ich mach das so. In den Kampf. So. Keine Ahnung. Ich mach das jetzt einfach mal. Didi. Aktiviere den Mentalkontrollomat. Das war böse. Das war böse. Okay, er heilt sich. Kein Problem. Befolgt die Regel. Ach, das geht ja gar nicht. Okay. Was machen wir denn? Erstmal hier. Geschenke. Ach, halt die Fresse. Alter. Das ist ja mies. Sehr schön. Dann soll er halt ein Geschenk holen. Ist mir doch egal. Na, habt ihr auch alle Spaß? Ist mir doch egal. Denn wenn er was Dickes kriegt, können wir es holen. Ja, ist gemein, ich weiß. Und wir könnten immer noch 2x Weihe machen, was auch ziemlich krass ist. Und wir hätten ja noch irgendwo im Deck ein Gleichheit. Wahrscheinlich brauchen wir gleich was Böses. Wer will Geschenke? Na, habt ihr okay. Auch alle Spaß? So. Dann würde ich mal sagen... Hm.
Machen wir mal das hier. Noch, Alter. So, dann hier, das weg. Dann machen wir das hier. Was kommt? Ich kann nicht mehr. Alter. Krass. Ja, das ist eine krasse Sache hier. Jetzt bin ich gespannt. Schon wieder? Alter, echt jetzt? Was für ein Glück der hat. Da verschlucke ich mich ja gleich. Aber wenn da jetzt nicht was ganz Böses kommt, ja, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das ist auch kein Problem. Erstmal hier gucken. Verkriegen. Nochmal eine Weihe, es ist ja krass. Ja, komm dann. Nee. Erst. Kostet meine Klinge. So, jetzt Weihe. Heiliges Licht meine ich natürlich. Und nochmal. Und bam, bam. Bam. Und bam. Melde mich zum Dienst. Ja, das reicht erstmal. Was? Denkt ihr etwa Geschenke? Er kann sich auch nicht mehr heilen, ne? Ich gebe auf. Oh. Schön. Ich gebe auf. Oh. Da hat er aber Glück, der Kerl. Da hat er aber Glück. Ho, ho, ho! Frohes Winterhauchfest! Melde mich zum Dienst. Zu den Waffen! Die Geister sind ruhelos. Für die Gerechtigkeit. Gut gespielt. Gut gespielt. Was kommt jetzt? Gut gespielt. Er wird mich ja kaum töten können, oder? Oder? Nee. Und noch eine heilige Nova. Okay. Jetzt kann er aber nichts mehr tun. Er konnte sich also noch ein bisschen heilen. So. Ach, erstmal gucken. Erstmal gucken. Was wir kriegen. Alter. Ja. Und was kriegen wir? Melde mich zum Dienst. Ich muss zurück zu Frau Winter. Ja, zu Frau Winter. Frau Winter ist wahrscheinlich jemand, der bei Zirkus Halligalli mitmacht. Oder so. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Was? Was?
Jetzt heilt er sich tatsächlich wieder, ist ja unglaublich. Jetzt klaut er mir noch eine Karte. Die Frage ist, was? Wollt ihr etwas in die Luft jagen? Das ist auf jeden Fall nicht rum hier. Och nö, er macht mir sie... Oh. Oh. Das ist böse. Einmal. Zweimal. So, was haben wir da? So. Einmal hier. Dann Face. Und bam, tot. Hui, wir haben einen Sieg. Hätte ich nicht gedacht, Man sagt, dass ein jeder Krieg auf dem Amboss der Ehre gewonnen wird. Andere glauben, dass nur Geduld und eine gute Strategie zum Sieg führen. Krieg ist Täuschung und wird aus den Schatten herausgewonnen. Nur Stärke und ungezügelte Macht sichern die absolute Überlegenheit. Doch natürlich könntet ihr all das auch vergessen und einfach Spaß haben. Hearthstone, Heroes of Warcraft.